Moin moin Leute, was gibt es Geileres als an einem 25 Grad heißen Tag Airdrop-Farming zu betreiben? Zumindest kann ich aber bestätigen, dass wir im heutigen Protokoll mit Sanctum ein Protokoll geboten bekommen, was zumindest im Solana-Ökosystem meiner Meinung nach aktuell irgendwie am frischesten wirkt, beziehungsweise es macht Spaß, auf diesem Protokoll aktiv zu sein. Das Ganze erinnert irgendwie so ein bisschen an ein Tamagotchi-Farming, wer Tamagotchi noch kennt. Was selber stellt Sanctum dar? Sanctum ist ein ganz normaler Liquidity Restaking Token Anbieter. Das bedeutet, wir können über Sanctum hingehen, können uns den Infinity Token holen und dafür bekommen wir ganz normal Zinsen. Das kennen wir auch alles so von Ethereum, beispielsweise mit Eigenlayer. Sanctum selber ist hier ungefähr so aufgestellt wie Jitto, kann man sagen. Und bei Jitto gab es ja auch doch einen relativ großen Airdrop. Sanctum selber hat im Funding 6 Millionen US-Dollar zusammenbekommen. Und jetzt wollen wir gucken, dass wir hier uns eben so aufstellen, dass wir mit zu den Early Birds gehören. Aktuell gehören wir noch mit dazu, denn die Wallets, die hier momentan aktiv sind, sind nicht sonderlich viele. Dementsprechend können wir uns hier sehr, sehr gut aufstellen, wenn wir eben jetzt aktiv werden. Schauen wir also einmal am Computer, was hier zu machen ist. Ich bin jetzt hier gerade auf der Sanctum-Seite drauf und was wir als erstes hier sehen ist Introducing Sanctum Wonderland. Ihr seht jetzt hier, dass hier wieder ein Referral-Link angegeben ist. Das ist mein Referral-Link, den verlinke ich euch unten einmal in der Beschreibung. Den könnt ihr nutzen, müsst ihr aber nicht nutzen. Es wird aber höchstwahrscheinlich so sein, wenn man mit einem Referral-Link arbeitet, dass man auch hier wieder einen Boost bekommt. Nehme ich ganz stark an. Ob das so ist, weiß ich nicht. Entscheidet für euch selber, ob ihr den Referral-Link nutzt oder nicht. Wenn ihr euch dafür entscheidet, diesen Referral-Link zu nutzen, klickt ihr hier einfach auf Join Now. So, dann könnt ihr hiermit angeben, ob ihr eine Ledger benutzt oder nicht. In meinem Fall benutze ich jetzt hier keinen Ledger. Gehe dann letzten Endes hin, Phantom öffnet sich und mache hier einmal Bestätigen. Dann sehen wir eben, dass jetzt hier einige Dinge aufgelistet sind, wie wir eben hier Punkte farmen und was wir jetzt hier so alles machen können. Wir gehen jetzt hier auf Continue und machen dann eben hier Let's Go. Im Übrigen ist es hier so, dass euch dann euer eigener Referral-Link hier mit angeboten wird. Auch hier gilt wie immer, ihr könnt bei uns im Discord aktiv werden und den Referral-Link-Bereich benutzen, dort diesen Link reinsetzen und dann könnt ihr durchaus der ein oder andere mit dabei sein, der eben den Link benutzt. Wir gehen jetzt hier einmal auf Let's Go und dann ist das ganze Thema schon abgeschlossen. Wir sind jetzt hier auf der Sanctum-Seite drauf und können dementsprechend anfangen zu arbeiten. Hier sehen wir nämlich schon die Sanctum-Pads, die wir auswählen können, beziehungsweise die wir uns kaufen können. Bevor jetzt hier irgendeiner denkt, das wäre ein NFT, das sind keine NFTs, das sind ganz normale Restaking-Token, mit denen wir halt arbeiten können. Wenn wir jetzt beispielsweise auf diesen Bereich hier gehen, dann sehen wir eben, dass wir hier in der Season 1 aktuell sind und dass wir momentan hier noch gar nichts vorhanden haben. Keine Sorge, ich wechsle gleich einmal die Ansicht zu einer anderen Wallet von mir. Da können wir dann ein bisschen mehr sehen. Aber aktuell ist es eben so, dass wir hier die ganzen verschiedenen Token haben, die wir dann kaufen können. Ich wechsle jetzt einmal die Ansicht, damit wir das etwas mehr sehen, weil jetzt hier gerade das Ganze geladen wird. So, ich bin jetzt hier einmal gewechselt zu einer anderen Wallet von mir. Und bei dieser Wallet ist es so, dass wir dementsprechend hier doch einige mehr Punkte momentan sehen können, beziehungsweise das ganze System arbeitet aktuell. Was wir jetzt hier momentan bei den Statistiken sehen ist, dass halt die Punkte kontinuierlich anwachsen. Insgesamt habe ich von den 18 Pads, also diese 18 Token, die hier zur Verfügung stehen, alle 18 gekauft und ich bin momentan im Global Ranking auf Platz 24.535. Was ich zunächst einmal sagen möchte, ist Folgendes. Es kann durchaus möglich sein, dass es einen Boost gibt für den Airdrop, wenn man alle 18 Pads hier kauft. Also diese Token sich kauft bzw. sein eigen nennt. Jetzt möchte ich einmal kurz bei mir in die Wallet reingehen, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie man sich überhaupt diese Pads oder Token hier kauft. Wenn ich nämlich jetzt hier auf meine Wallet gehe, dann werdet ihr sehen, dass ich den Infinity Token, der eben der Main Token von Sanctum ist, zu ganz, ganz großen Teilen gekauft habe, gegenüber den anderen Token, die zur Auswahl stehen. Ihr seht also, dass ich hier aktuell etwas mehr als 800 Dollar in den Infinity Token investiert habe. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt uns diese Token alle angucken, die eben auch zu Sanctum hier gehören, mit 14,29 $, 14,24 $, 14,23 $ und so weiter und so fort ausgestattet habe. Ich sehe hier nicht ansatzweise so viel Potenzial wie beispielsweise in dem Infinity Token. Das kann durchaus genickbrechend sein. Es könnte möglich sein, dass man einen größeren Airdrop vielleicht bekommt, wenn man zu gleichen Teilen in allen Token reingeht. Ich persönlich habe es aber für mich eben so entschieden, dass ich das groß an Geld in Infinity investiere.
So, wie kommen wir denn nun an diese Token jetzt dran? Bei euch wird eben nicht hier stehen Top Up Infinity, sondern dort wird stehen Buy Infinity Token. Ja, dementsprechend klickt ihr dann hier einfach drauf und ihr werdet dann automatisch weitergeleitet zu der Trading-Seite von Sanctum, also ganz normal der Swap-Seite. Ihr habt dann hier euren Zollbestand dastehen. Ja, wenn wir jetzt mal wieder bei Phantom reingucken, dann könnt ihr hier sehen, dass ich eben hier noch einen gewissen Zollbestand habe von 30 Dollar und könnte nun hingehen und beispielsweise den Infinity Token kaufen. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr Minimum 0,1 Zoll hier investiert. Wenn ich jetzt hier draufklicke, werdet ihr sehen, dass ich das hier schon ausgewählt habe. 0,1 Zoll ist Pflicht. Ihr müsst also aktuell mindestens diese 12,89 Dollar investieren in Infinity, damit das Punktesystem bei euch anfängt zu arbeiten. Investiert ihr unter 0,1 Zoll, wird auch dementsprechend hier das Punktesystem nicht anfangen zu arbeiten. Das gilt für all diese Token, die hier ausgewählt werden können. Wenn ihr jetzt für euch beispielsweise sagt, hey, das ist mir zu viel Geld, wir haben hier 18 Token, die ich kaufen muss, jeweils immer für 12,89 bzw. für 0,1 Zoll, da sind wir also ruckzuck bei 200 US-Dollar, das ist mir zu viel Geld, dann rate ich euch dazu, dass ihr zumindest zwei Token hier bei Sanctum kauft, die meiner Meinung nach die wichtigsten Token darstellen. Wenn wir jetzt hier mal wieder gucken, dann sind das nämlich zum einen einmal Infinity, also der Token, den ich gerade eben hier beim Trading gezeigt habe, und einmal der Jupiter Soul Token, ja. Das ist nämlich hier der ganz normale Jupiter Staked Soul Token, den wir von Jupiter kennen, der eben auch ein Liquidity Token darstellt. Warum gerade der Jupiter Staked Soul Token? Nun, dieser Token könnte durchaus wichtig sein für den Jupiter Airdrop, der ja auch demnächst irgendwann ansteht. Dementsprechend guckt, dass ihr zumindest 0,1 Soll investiert in Jupiter Staked Soul und 0,1 Soll in den Infinity Token. So, und wenn wir dann jetzt hier auf LSTs gehen, dann werdet ihr sehen, dass das eben ganz normal Liquidity Staked Token sind, die, mit denen wir hier arbeiten. Wenn wir jetzt beispielsweise wieder hier auf Infinity gehen, dann sehen wir, dass wir aktuell ein API bekommen von 9,19%. Und wenn wir dann hier in das Total Stake reingehen, dann sehen wir, dass hier aktuell 1,37 Millionen Soll insgesamt gestaked sind in Infinity. Das ist alles noch in einem humanen Bereich und dementsprechend gehören wir tatsächlich hier noch zu den Early Birds. Allgemein muss man auch sagen, dass Sanctum jetzt mit dieser Seite, so wie sie hier momentan vorhanden ist, ganz, ganz frisch an den Start gegangen ist. Das ist noch nicht lange aktiv. Ich will jetzt nicht lügen, ich meine, es sind irgendwie 3 oder 4 Tage, die momentan jetzt hier so mit dieser Seite zur Verfügung stehen, mit denen wir dann arbeiten können. Also, wie gesagt, um hier erstmal aktiv zu werden, solltet ihr euch entscheiden, ob ihr alle 18 Token hier kauft oder eben zumindest den Infinity Token und den Jupiter Staked Soul Token. Sobald das Wonderland uns ein bisschen mehr gibt, ja, dass wir noch mehr machen können, werde ich euch dementsprechend natürlich auf den Laufenden halten bzw. ein weiteres Video bringen. Hier haben wir momentan die Community Quest. Das ist eine Quest, die dargestellt wird, wo eben alle Wallets mitmachen. Und wir sehen jetzt hier aktuell die Community Infinity XP. Diese müssen tatsächlich erstmal voll werden, bevor wir in die zweite Quest reingehen können. Wir sehen nämlich hier aktuell, dass hier auch steht, Stay tuned for Quest 2. Bedeutet also, dass wir, wie gesagt, die erste Quest erstmal erfüllen müssen. Auch hier ist es so, wenn wir in Quest 2 reingehen, wir können momentan hier noch nichts auswählen. Ich halte euch dann natürlich auf den Laufenden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir bei Sanctum einen größeren Airdrop farmen können. Ich will nicht sagen, dass es ein Jitto 2.0 ist. Dafür ist Solana einfach mit seinen Wallet-Aktivitäten viel zu groß geworden. Aber ich glaube durchaus, dass wir hier bei Sanctum mit diesen Liquid Restaking Token einen Airdrop mitnehmen können, der irgendwie, ich sag mal, in einem Rahmen ist von 200 bis 1000 US-Dollar. Und das alles dafür einfach bloß, dass wir eben aktuell mit diesen Liquidity Token hier bei Sanctum drinne sind, finde ich, ist durchaus momentan eine feine Sache. In diesem Sinne, ihr wisst wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, kommentieren und natürlich auch den Kanal abonnieren. Bis dahin, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.